Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir schauen uns heute mal wieder smarte Gadgets an und in dem Fall ein Thermometer mit Hygrometer, welches aus vier einzelnen Sensoren besteht, die an eine Basisstation angeschlossen sind. Das Ganze kommt von Xsens und schimpft sich STH55. Wir gucken uns das Ding einmal kurz an, ich zeige euch die App und verrate euch auch, warum das ein Vorteil gegenüber Bluetooth-Varianten ist. Ja, der Vorteil ist relativ einfach beschrieben, denn wir haben hier nicht nur hohe Genauigkeit und so weiter und so fort, all das, was der Hersteller natürlich reinschreibt, denn wir haben hier eine Verbindung nicht via Bluetooth, so wie das bei vielen anderen Herstellern der Fall ist, sondern wir bauen hier ein Wi-Fi-Network auf und zwar mit 2,4 GHz, also die Variante, die mehr Reichweite hat. Da wird ein Netzwerk aufgespannt, welches dann zwischen den einzelnen Geräten quasi für Konnektivität noch sorgt. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, denn ihr habt dadurch viel mehr Reichweite. Die Daten könnt ihr natürlich kostenfrei exportieren und könnt sie auch kostenfrei speichern. Das sollte, denke ich, klar sein. Hier auf der Seite nochmal die einzelnen Geräte, die drin sind. Auf der Rückseite nochmal die Informationen zum Hersteller. Und hier auch noch der Hinweis auf die App, denn das Ganze wird natürlich auch über eine App auslesbar sein. Das zeige ich euch dann natürlich im Laufe dieses Videos auch nochmal. Gibt es sowohl für Apple als auch für Android-Geräte. Wir schauen mal weiter. Und zwar auf das Auspacken, denn wir gucken jetzt mal rein, was hier drin ist. Es stand ja gerade schon auf der Seite, deswegen wird jetzt gleich hoffentlich keiner überrascht sein über den Inhalt dieses Pakets. Aber es gibt noch ein paar Tools bzw. Dinge, die dabei sind, die vielleicht nicht unbedingt erwartet worden wären, zumindest von mir nicht unbedingt erwartet worden sind. Zunächst mal haben wir hier die Bedienungsanleitung, die ist auch auf Deutsch verfügbar. Hier haben wir sie, da ist Deutsch mit auch Problembeschreibungen und so weiter und so fort. Ich zeige euch übrigens nachher die Einrichtung nicht, weil die wirklich so einfach ist. Da spare ich mir die Zeit oder beziehungsweise spare euch die Zeit. Es geht wirklich super einfach mit der App und der Basisstation. Ist alles mit Videos sogar erklärt. Wirklich richtig, richtig easy. Dann haben wir hier die Batterien für die vier Geräte und wir haben hier Aufkleber, damit ihr das Ganze auch noch beschriften könnt. Und wir haben hier so ein Tragegurt oder wie ihr immer das nennen möchte, damit das Ganze auch irgendwo aufgehängt werden kann. Auch das aus meiner Sicht ein Vorteil gegenüber anderen Herstellern, die eben solche Funktionalität nicht bieten. Ansonsten hier das Ladekabel für die Basisstation bzw. Stromkabel. Das ist leider kein USB-C, sondern Micro-USB. Ich verstehe nicht, warum die Hersteller da nicht alle mittlerweile schon bei USB-C sind, aber gut, sei es drum. Das hier ist einer von den Sensoren, sieht ein bisschen aus wie ein Torpedo, würde ich mal sagen. Das ist hier die Basisstation, die brauchen wir, um die Geräte dann nachher anzubinden. Die ist aber recht kompakt und braucht eben auch nur die eben gezeigte Stromversorgung. Hier noch drei weitere Sensoren. Ja, werfen wir einen kurzen Blick auf das Gerät an sich. Das hier ist einer dieser Sensoren, jetzt ausgepackt. Hier auf der Rückseite ist auch der entsprechende Einlass, um die Messung durchzuführen. Hier können wir das Gerät öffnen und hier oben ist der Anschluss bzw. der Auslass sozusagen, um dann eben diese Halterung oder diese Schlaufen hier noch anbringen zu können. Wir öffnen das Ganze einmal in Pfeilrichtung. So, machen wir auf, genau. Dann sehen wir hier auch schon, das wird mit Batterien versorgt. Also sprich, ihr könnt die Batterien tauschen, alles kein Problem. Könnt halt theoretisch ewig, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben hier den Kopplungsknopf und hier oben eben die Halterung für besagte Schlaufe, um das Ganze festzumachen. AA-Batterien gehen rein, also sprich normaler Standard, sollte also kein Problem sein. Und wie gesagt, die Kopplung ist auch super easy über die App gemacht. Ansonsten für den Notfall habt ihr hier auf der Rückseite auch noch die manuelle Kopplung über diese Taste und die Taste, die ihr gerade in dem Torpedo in Anführungsstrichen gesehen habt. Also insofern, das sollte super easy sein, eben wenn ihr es über die App macht, sogar mit Videobeschreibung. Ja, wie gerade eben schon erwähnt, spare ich euch jetzt mal die Einrichtung. Findet, ist wirklich super easy. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, versuche ich euch zu helfen. Jetzt seht ihr hier, wie das Ganze eingerichtet aussieht und ich habe zunächst mal einen der Sensoren eingerichtet, um so ein bisschen die Übersichtlichkeit zu wahren. Gehen wir einmal rein in die Geräteeinstellungen für die Basis, denn da gibt es tatsächlich ein paar Dinge, die man vielleicht wichtig oder die vielleicht wichtig sind zu erwähnen. Zum einen Sprachansagen, da kriegt ihr also eine Information, was ihr gerade tun müsst, wenn was gekoppelt wird und so weiter und so fort. Empfehle ich euch unbedingt zu aktivieren, das zeigt euch immer den Status von Geräten und so weiter und so fort. Ihr könnt auch den Alarm verstummen lassen, also sprich den Alarm, der genutzt werden kann, um dann nachher Alarme in Bezug auf Temperatur und so weiter zu setzen. Ihr könnt, und das ist vielleicht super easy im Vergleich zu anderen Herstellern, zusätzliche Benutzer einladen. Sprich, wenn eure Ehefrau, eure Freundin, Kind, wer auch immer soll noch auf die Sensoren zugreifen, alles kein Problem, geht wirklich richtig, richtig einfach. Einfach nur die E-Mail-Adresse rein und fertig aus. Ansonsten im Thermometer habt ihr hier natürlich dann Historie der Daten. Ihr seht jetzt hier
logischerweise, ich habe es gerade ausgepackt, wir haben noch nicht so viele historische Daten. Ihr seht einmal die relative Luftfeuchtigkeit, einmal die Temperatur und könnt die Daten eben auch exportieren. Dann wird euch das Ganze einfach an eure E-Mail-Adresse geschickt und ihr könnt das für x-beliebige sonstige Dinge verwenden, um damit Auswertungen zu machen oder was auch immer ihr ansonsten damit machen wollt. Dann gehen wir noch einmal zurück. Das hier ist die Übersicht, nochmal Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Details. Wir gehen jetzt aber mal in die Einstellungen rein, denn ich will euch nochmal zeigen, dass hier auch Alarme und so weiter gesetzt werden können. Und zwar einmal für die Temperatur und einmal auch für die Luftfeuchtigkeit. Das ist vielleicht ganz spannend, gerade wenn ihr einen Humidor oder, einen Reifekühlschrank mit was auch immer, Käse, Wurst, Fleisch, Steaks, was auch immer habt, ist es halt natürlich ganz gut, wenn ihr da auch eine Info kriegt, wenn die Temperatur über oder unterschritten wird. Gleiches gilt übrigens auch natürlich für die Luftfeuchtigkeit. Ihr könnt euch sowohl eine Benachrichtigung reinziehen, als auch eine Benachrichtigung reinziehen, wenn die Temperatur wieder auf normal geht. Und wie gesagt, auch das gilt für die Luftfeuchtigkeit. Auch da könnt ihr einstellen, was, wann, wie und wo relevant sein sollte. Alarmton aktivieren bedeutet nichts anderes, als dass an der Basis ein Signalton ertönt, sobald die Temperaturalarme oder Feuchtigkeitsalarme, Luftfeuchtigkeitsalarme überschritten sind. Das ist natürlich ganz hilfreich. Dann müsst ihr nicht mehr auf die App gucken, sondern bekommt das Ganze auch direkt an der Basis nochmal mitgeteilt. Lässt sich auch deaktivieren, falls das für euch nicht weiter interessant ist. Gut, gucken wir nochmal weiter runter. Die Kalibrierung, das ist natürlich was man durchaus machen kann, wenn man der Meinung ist, dass die Geräte nicht sauber kalibriert sind. Bei mir hier ist es so, ich habe jetzt nicht kein geeichtes Gerät, um das gegenzumessen, aber ich habe es mal mit meinen anderen Geräten, mit denen ich die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit messe, verglichen. Das passt alles halbwegs, also da gibt es geringste Abweichungen, kann aber auch an dem anderen Gerät liegen, also das weiß ich jetzt gar nicht genau. War aus meiner Sicht sauber kalibriert, das passt also. Die Benachrichtigung, wenn das Gerät stumm geschaltet ist, oder die Batterie leer ist, auch das funktioniert. Ihr könnt das Ganze über die Alexa nutzen. Das heißt, ihr könnt die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit über den Sprachassistenten abfragen. Auch das vielleicht eine ganz spannende Geschichte. Und ihr könnt natürlich auch eure Daten löschen, so ihr denn die Daten vom System quasi rausnehmen wollt. Auch das funktioniert logischerweise. Ja, ansonsten war es das eigentlich schon. Das ist die App-Funktionalität aus meiner Sicht mehr als ausreichend für das, was wir brauchen. Vor allen Dingen der Datenexport ist gut gelöst. Ja, damit haben wir uns so ein bisschen die Funktionalitäten einmal angeguckt, die hier möglich sind. Die Größe des Gerätes ist aus meiner Sicht gerade noch grenzwertig. Da würde ich mir tatsächlich für die Zukunft wünschen, dass es noch ein bisschen kompakter ist. Schön ist, dass wir oben diese Schlaufe haben. Andere Hersteller kriegen es halt noch ein bisschen kleiner hin. Was auch fehlt, und das muss man ganz klar sagen, ist eine Art Display. Ja, also das haben wir hier auch nicht mit an Bord. Dafür habt ihr halt eine richtig, richtig große Reichweite. Also das Ding geht bei uns bis in den Garten rein. Und das schafft keins von den Bluetooth-Geräten, die ich hier habe. Das ist wirklich, wenn ihr hohe Reichweiten braucht oder es auch etwas abgeschirmter ist gegenüber Bluetooth, dann ist mit WLAN natürlich die Abhängigkeit von der Kürze oder beziehungsweise einer geringen Distanz zwischen Basisstation und Sender beziehungsweise Sensor ist natürlich gegeben und deswegen ist das auf jeden Fall ein USP aus meiner Sicht. Die App ist ebenso ein USP, weil die ist richtig gut mittlerweile. Xsens hat in der App wirklich dazugelernt, da haben die in den letzten Wochen und Monaten richtig was gemacht, nicht nur in Bezug auf das Gerät jetzt hier, sondern auch auf andere Geräte, also da muss ich sagen, das gefällt mir wirklich gut. Vor allen Dingen auch die Funktionalitäten zum Datenexport und zur Verwaltung und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, wenn es irgendwas zu kritisieren gibt, dann aus meiner persönlichen Sicht, dass kein Display drauf ist. Ihr müsst also über die App gehen. Ob man das jetzt braucht oder nicht, weil es natürlich auch Akku kostet bzw. Batterie, das lasse ich mal dahingestellt sein. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Insgesamt für die vier Dinger mit Basisstation 50 Euro. Fairer Preis, denke ich. Probiert es mal aus, wenn es für euch interessant ist. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.